Und wir bleiben in der Natur. Der Waldbauerntag stand heute im Zeichen des Klimawandels. Das jährliche Treffen bringt Forstwirte, Holzunternehmer und Industrie zusammen. Der Tenor dort war, dass der Wald verstärkt bewirtschaftet und gepflegt werden soll. Christina Sonntag berichtet. Die Bilanz der Salzburger Holzwirtschaft ist positiv, wie der heutige Finanzbericht zeigt. Vor allem in der Baubranche wird der Rohstoff Holz immer attraktiver. Der Klimawandel und das dadurch steigende Umweltbewusstsein tragen deutlich dazu bei. Holz ist ein CO2-Speicher. Jedes dritte Einfamilienhaus in Salzburg wird derzeit aus Holz gebaut. Undenkbar vor 20 Jahren, dass wir Schulen, so viele Schulen, Kindergärten, Gemeinde, Zentrum, Hotels, Autobahnstationen, Häuser, jedes dritte Haus ist aus Holz, also ist eine Erfolgsgeschichte. Mehr Initiative im Holzbau wünscht sich die Salzburger Holzbranche im gemeinnützigen Wohnbau. Hier geht es derzeit noch schleppend voran. Es wird vielfach argumentiert, dass Holz momentan einmal in der Verwendung teurer ist. In Summe ist es aber nicht teurer, sondern wir haben heute teilweise Dämmstoffe in unseren Fassaden, die dann später irgendwo teuer entsorgt werden müssen, die als Sondermittel vielleicht entsorgt werden müssen. Das alles fällt beim Holz weg und darum, wenn man die Gesamtrechnung betrachtet, ist Holz aus meiner Sicht billiger als andere Baustoffe. Gesundheitliche Vorteile des Baustoffes Holz sind bekannt. Holzfachexperten fürchten, dass dem Holz ein schlechter Ruf in der Brandresistenz vorauseile. Dies sei aus wissenschaftlicher Sicht aber vollkommen unbegründet. Beton kann nicht direkt brennen, das stimmt schon, aber die Möbel drinnen brennen und dann ist der Beton auch nicht standfest. Ganz schlecht ist es mit Stahlbauten, also Traversen und so weiter. Da ist das Holz viel fester, bleibt länger stehen und ermöglicht damit den Leuten zu fliehen. Die Häuser stürzen nicht so schnell ein. Wälder pflegen und schützen in Zeiten des Klimawandels, um das Holz nutzen zu können, ist die Devise. Wir brauchen neue Forstpflanzen, wir brauchen andere Holzsorten, wir brauchen bessere Mischung. Wir haben da jetzt hier einen großen Auftrag. Dass wir einfach einen Wald weitergeben können, unsere Kinder, unsere Enkel, der was auch für einen wertvoll ist und auch nur ein Wald ist. Der Weg in die Zukunft scheint also für die Holzwirtschaft vorgezeichnet.